hard if you close your eyes. Servus Leute, Doppelporn, Shisha TV hier. Und heute stelle ich euch mal wieder ein bisschen was Neues vor. Und zwar einmal angefangen mit der Hooker, mit dieser schönen Shisha hier, ne? Mit der Legend Hooker. Und mit einer Sorte Amy Gold Tobacco. Welche Sorte verrate ich euch gleich. Erstmal gehen wir auf diese Pfeife. Beziehungsweise ihr seht es ja eh hier schon im Titel, ihr Gauner. Und auf jeden Fall, hier haben wir jetzt einen Kopf, der nicht bei der Pfeife mit dabei ist. Das ist der Da Vinci Steinkopf mit einem Butcher-Aufsatz. Normalerweise dabei wäre ein auf jeden Fall sehr guter Tonkopf, also der gefällt mir auf jeden Fall. Da ist, ja, manche werden jetzt sagen, wo ist der Unterschied zwischen Tonköpfen? Wer den einen oder anderen schon hatte, der weiß, dass da Unterschiede sind. Der ist schön schwer, die Löcher sind schön ausgebohrt oder ja, ausgestochen, je nachdem. Also das passt. Wir haben noch eine Zange mit dabei beim Lieferumfang, ein Schlauch, das ist ein grauer Schlauch, je nachdem welche Variante ihr nehmt. Ich habe nämlich die Variante grau, da kriegt ihr auch diese Tasche hier. Und ja, des Weiteren ist dann das Mundstück dabei, was ich euch schon mal vorgestellt habe. Das ist das Legend Hooker Mundstück, was auch eine Teleskopfunktion hat. Ja. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht so mit einem kurzen Mundstück rauchen, dann könnt ihr das einfach ausfahren. Was ich beispielsweise immer praktisch finde beim Zocken beispielsweise, weil beim Zocken ist das mir dann zu kurz. Ja. Wenn ich das so halte, ist blöd. Und dann fahre ich das einfach aus und dann kann ich während dem Zocken auch rauchen. Ja, das ist für Zocker vielleicht ein bisschen sinnvoller. Ansonsten, ja, nice to have halt. Ne? Wir haben oben gerade die Kohlen drauf sitzen. Ich habe noch nicht angeraucht. Und was ist jetzt bei der Shisha so besonders? Also die Shisha an sich ist erstmal vom Design her jetzt keine Pfeife, die jetzt jeden Tag überall zu sehen ist, wie ich finde. Also auch die Bowl ist also wirklich mal wieder ein bisschen größer, tropfenformmäßiger. Also finde ich nicht schlecht. Also ich persönlich mag jetzt nicht mehr das mit den Bubbles, also wo ihr dann bei jeder MPS gefühlt habt oder auch bei jeder Amy 5 oder so. Also nicht bei jeder, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja, deswegen die Bowl finde ich von der Form her sehr schön. Des Weiteren haben wir hier überall Edelstahlkomponenten. Wir haben einen recht kleinen Kohleteller, weil es zu den Proportionen passen soll, zu dieser kleinen Pfeife. Und hier kommen wir auch zu dieser kleinen Pfeife erstmal. So wie sie jetzt hier steht, finde ich diese Pfeife als kleine Pfeife auf jeden Fall nicht schlecht. Also es ist eine kleine, aber feine Pfeife. Ich blende euch jetzt einfach mal hier irgendwo ein Video ein, wo ich das Ganze mal ausziehe. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr könnt hier nämlich die Rauchsäule einfach hochziehen. Und das um einige Zentimeter nach oben. Was ich wiederum praktisch finde, und da finde ich den einzigsten Mehrwert für mich persönlich. Ich sage euch immer meine ehrliche Meinung, das wisst ihr. Dementsprechend, mein Mehrwert ist eigentlich nur, wenn man die Pfeife jetzt auf den Boden stellen will. Man möchte es auf so eine Höhe haben, dass man quasi, ja, so eine Handhöhe. Wenn man jetzt hier sitzt und möchte einfach nur die Kohlen so abaschen und so, dann kann man sich das schön einstellen und da hat man wirklich die perfekte Höhe. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt eine Pfeife haben, die deutlich größer ist, dann würde ich mir persönlich die Pfeife jetzt hier nicht holen, weil ich sagen würde, da hole ich mir einfach eine große Pfeife. Der Vorteil ist ganz klar gedacht, ihr seht das auch oder ihr bemerkt das auch schon an, so eine Tasche hier. Ihr könnt sie überall mitnehmen. Ihr habt hier eine Tasche mit dabei im Lieferumfang. Ihr könnt sie einfach überall mitnehmen. Sie ist klein und dann, wenn ihr sagt, okay, ihr wollt doch eine große Pfeife nutzen, dann könnt ihr das Ganze auch ausweiten. Also, Fazit. Ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Ich finde es nice to have auf jeden Fall. Und für jeden da draußen, der sagt, boah, ey, ich finde das mal was Neues. Und ich finde es auch auf jeden Fall was Neues. Aber jeder muss halt seinen eigenen Mehrwert hier rausziehen. Ne? Also ich persönlich sage, es ist cool. Und vor allem, wie die Pfeife jetzt hier im kleinen Zustand ist, finde ich sie perfekt. Also perfekt in der Hinsicht als kleine Pfeife. Und was ich ganz cool finde, und da sehe ich meinen Mehrwert einfach. Ich stelle mir die Pfeife hier unten auf den Boden hin. Und ziehe sie einfach hoch in diese Höhe, wo ich dann schön bequem einfach dann die Kohlen verrücken kann und so. Ja. Also das ist mein Mehrwert. Ich ziehe jetzt mal, dann können wir auch nämlich mal testen, wie der Durchzug ist von der Pfeife. Und des Weiteren testen wir dann eine neue Sorte von Amy Tobacco. Und zwar den Fame. Ihr habt es wie gesagt schon im Titel wahrscheinlich gelesen. Amy Tobacco Fame. Also die Pfeife ist relativ angeraucht. Wir haben hier wirklich einen guten Durchzug, wie ich finde.
Des Weiteren haben wir hier in der im Tauchrohr haben wir zwei Markierungen, wo wir einfach den Wasserstand besser sehen. Finde ich auch auf jeden Fall auch praktisch gemacht. Dann können wir jetzt, ich habe das auf dem zweiten Strich, also auf dem oberen Strich, da hat man auf jeden Fall auch dann wirklich das laute Blubbern, ihr hört es selbst. Wenn man das jetzt unten gemacht hätte, dann wäre es nicht so laut. Aber wir haben keinen Diffuser mit dabei. Und das sollte jedem bewusst sein. Also bei der Pfeife ist kein Diffuser, aber man könnte sich natürlich einen von KS und wie sie alle heißen, Amy müsste auch welche haben, so Silikon einfach dran machen. Ne? Geht auch. Kommen wir zum Tabak. Wenn ihr natürlich Fragen habt zu der Pfeife, gerne in die Kommentare. Ich rauche den Fame heute. Was kostet dieser Tabak? Der kostet 17,90 Euro. 200 Gramm. Famous Eisbonbon und Grapefruit. Und riechen tut er, wenn man das Ganze erstmal aufmacht und ins Gesicht reinhält, einfach extrem krass nach einer Grapefruit-Schale, Orangenschale, so generell zitruslastig, nach dieser Schale. Ihr kennt es, wenn ihr so eine Sache, also so Grapefruit oder so aufgeschnitten habt und dann wirklich die Hände irgendwie oder wenn ihr das abgerieben habt oder sowas und das riecht genau nach dieser Schale einfach. Also wirklich sehr herb, ehrlich. Dieses Eisbonbon, dass man sagt, okay, hier ist eine Mentholnote, die extrem ins Gesicht haut, eigentlich gar nicht. Also deswegen, es riecht eigentlich nur sogar recht natürlich nach einer Grapefruit oder nach einer Zitrusschale. Ja, also das erste Mal, wo ich dran gerochen hatte, nicht wusste, was drin ist, dachte ich tatsächlich, es ist eine Orange vom Geruch her. Aber auch diese Orangenschale, aber nee, Grapefruit riecht man auch hier irgendwo raus, definitiv. Des Weiteren habe ich hier noch andere Sorten bekommen. Ich habe unter anderem White Balu geraucht. Ich persönlich finde ihn jetzt nicht so lecker. Also das ist ein Ananas unter anderem. Das soll halt an diese weißen Haribos wahrscheinlich erinnern. Ich persönlich fand ihn sehr süß. Sehr, sehr süß und für mich persönlich nicht das Wahre. Aber dafür umso mehr den Fame, den mag ich echt sehr. Und den LMO Chill, der ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Eine Zitrus mit einem Zucker-Menthol, ne, stand da drin. Ich persönlich finde, es ist einfach eine sehr gute Zitrone. Ja, also eine Zitrone mit einem leichten, kühlen Abgang eher. Ne? Aber auch etwas süßer, auf jeden Fall. Und es schmeckt auch wirklich nach einer Grapefruit-Schale eher. Also ich finde, er ist wirklich eher herb gehalten, was ich auch mal gut finde. Weil es kommt in letzter Zeit auch viel süße Sachen raus. Ich mag es wirklich auch mal ein bisschen herber. Und das ist hier ganz gut getroffen. Also es ist eine herbere Grapefruit-Note mit einem Eisbonbon, was ich jetzt nicht richtig krass rausschmecke, was ich auch gut finde. Ich finde, es ist eigentlich eher ein Grapefruit-Tabak in meinen Augen. Vielleicht wird es leicht abgerundet von dieser Eisbonbon-Note. Aber in meinen Augen ist es ein Grapefruit-Tabak. Was man auch gut mischen kann, auf jeden Fall. Also wenn ihr irgendwie eine gute Sorte habt, wo ihr sagt, wow, den wollt ihr verfeinern mit einer Grapefruit, dann könnt ihr es auf jeden Fall mit einem Fame machen. Ja, also mein Fazit, Tabak schmeckt, der Fame geht auf jeden Fall klar. Die Pfeife ist auf jeden Fall auch für jeden, der, sag ich mal, eine kleine Pfeife haben will, die es sogar groß machen kann. Was Besonderes auf jeden Fall, vor allem es gibt so noch nicht auf dem Markt. Ich finde es auch wieder echt cool, dass man wieder was Neues auf den Markt kam. Legend Hooker, 169 Euro ist der Preis. Wie ich finde, etwas hoch, aber letztendlich für eine Pfeife mit Edelstahl, mit dieser Komponente, dass man es eben hochziehen kann, was auch besonders ist. Die Bowl finde ich schön. Also es ist eine Sache, wo ihr selbst wissen müsst, ob ihr das Geld ausgeben würdet oder nicht. Ich persönlich finde es halt auch cool, dass halt vielleicht so eine Tasche mit dabei ist, sollte man auch nicht vergessen. Schlauch ist mit dabei, Kopf ist mit dabei, Mundstück ist dabei. Also alles ist eigentlich dabei. Hier hätte man eventuell noch einen Kamin mit reinpacken können, in meinen Augen. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Ne? Gut, das war's auch schon wieder von mir. Ich denke mal, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Shisha TV. Bis dann. Ciao.